Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Ja, hallo, willkommen zu meinem ersten Tutorial mit KiCad 8, Teil 1. So, wir beginnen wie immer natürlich erstmal mit dem Download und mit der Installation. Ich habe hier die KiCad-Webseite geöffnet. Hier nochmal der Hinweis, bitte macht auch eine Spende. KiCad ist zwar an sich ein Open-Source-Software-Tool für das Design von Leiterplatten. Dennoch, bitte macht da eine kleine Spende. Auch Open-Source-Software-Entwickler müssen mal was zwischen die Zähne haben. Die können auch nicht nur von Luft und Liebe leben. Deshalb meine Bitte hier auch mal eine Spende zu hinterlassen. So, wir gehen anschließend auf Download. Hier habe ich jetzt für verschiedene Betriebssysteme meine Möglichkeit hier den Download durchzuführen. Hier einmal erstmal für Linux entsprechend hier mit sudo apt-get für mit sudo und apt für Ubuntu Betriebssysteme, hier für Fedora Betriebssysteme und noch einige andere, was also solche die wichtigsten sind, unter anderem eben Debian, Arch Linux, FreeBSD, Gentoo, OpenSUSE und so weiter und so fort. Hier kann man also das entsprechend über dieses Vorgehen installieren. Das sollten eigentlich so die wichtigsten Plattformen sein von Linux, um das hier installieren zu können. Alternativ dann hier für macOS. Ich kann mir auch hier sogenannte Docker-Images runterziehen, um das als einer virtuellen Maschine laufen zu lassen. Oder eben hier Windows. Das dürfte wahrscheinlich so das meiste sein. Wir haben hier mittlerweile den Support für Windows 10 und 11. Und ich kann jetzt hier mal auf GitHub gehen. Jetzt werde ich hier nochmal aufgefordert, eine Spende zu machen. Ich kann mir hier die Währung auswählen und hier sagen, einmalig oder eben monatlich eine Spende setzen. So, wenn ich das tue, wenn ich hier monatlich, kann ich mir hier sogar noch ein T-Shirt zukommen lassen. So, hier unten sehen wir die vorhergehenden Versionen und wir sehen auch hier schon den Start des Downloads, in dem Fall hier die 8.0.1, wird jetzt hier schon heruntergeladen. Automatisch sollte das hier nicht der Fall sein, dann hier oben draufklicken und dann fängt hier der große Meister an, das schon herunterzuladen. Ich breche das hier mal an dieser Stelle ab. Wenn das Ganze dann heruntergeladen ist, weil ich habe das hier schon mal runtergeladen, dann kann ich einfach auf die Installation klicken. Die Installation ist im Prinzip dann relativ einfach hier im Windows-Betriebssystem. Nehme ich hier also die 8.0-Exe. Ich habe jetzt hier noch die alte Version, also die 8.0-Variante und gehe dann hier auf Weiter. Jetzt kann ich hier auswählen im Windows-Betriebssystem für jeden oder eben nur für mich persönlich als User. Dann gehe ich auf Weiter. Und jetzt wird hier gleich die Installation beginnen. Ich habe das hier schon mal installiert. Ich hoffe, dass er das jetzt mal drüber installiert. Genau, möchten Sie zulassen? Ja, wir wollen das mal zulassen. So. Und jetzt habe ich hier meinen Installer. Leider kann ich den hier nicht größer ziehen. Ich kann jetzt, oder hier gibt es jetzt eines zu beachten. Ich kann jetzt hier zwei Installationswege wählen. Entweder mit den Bibliotheken, das heißt, ich installiere hier die Bauteil-Footprint-Bibliotheken und die 3D-Bibliotheken mit. Das empfehle ich für Einsteiger, die also noch nicht mit KiCad gearbeitet haben. Hier habt ihr sofort ein komplett lauffähiges System. Ich habe das jetzt für die Fortgeschrittenen unter euch natürlich mal ohne die Bibliotheken installiert, weil ich mir diese von GitHub bzw. GitLab herunterlade, automatisch aktualisieren lasse und dann mit dem Hauptprogramm darauf zugreife. So habe ich immer die aktuellen Bibliotheken. Hier für die Anfänger, lasst das hier bitte drin. Dann habt ihr direkt die Bauteilbibliotheken fest installiert und könnt dort erstmal sofort arbeiten, ohne jetzt große Probleme zu haben mit irgendwelchen Einstellungen von Variablen, was wir dann tun müssten, wenn ihr das von GitLab runterladet. Ihr seht aber auch hier unten, entsprechend ändert sich natürlich der benötigte Speicher. Wenn ich jetzt hier das Hauptprogramm habe, habe ich nur 610 MB
Während ich die mit Bibliotheken sind wir dann bei 6,5 Gigabyte. So, ich kann hier noch Demo-Projekte mit anwählen. Lasse ich meistens weg. Die Hilfedateien funktioniert jetzt hier so nicht. Die sind also schon fest mit drin. Die kann ich also nicht auswählen. Die File Associations, also die Verbindung, dass auch sich KiCad öffnet, wenn ich auf die entsprechende Datei klicke, die sollte man natürlich auf alle Fälle mit drin lassen und den Start des Menüeigens. Ja. Und wenn ich jetzt auf Weitergehe, dann sagt er hier, ich installiere das alles und spielt mir dann die ganze Geschichte drauf. Ich breche das hier schon mal ab an dieser Stelle. Ja, ich bin hier jetzt sicher, denn ich habe das hier schon installiert und damit bin ich hier schon im KiCad 8. Ich mache jetzt mal auf später erinnern. Er stellt hier jetzt schon fest, auch das ist eine neue Funktion von KiCad 8. Das gab es früher so ja nicht. Wir haben jetzt hier, gibt es mittlerweile die KiCad 8.0.1 als neueste Version. Die möchte ich jetzt aber an dieser Stelle noch nicht runterladen. Das mache ich dann andermal. Und er sagt jetzt hier eben, ob ich diese Version überspringen möchte oder ob ich mich später erinnern soll. Ich kann mir hier Details anzeigen lassen. Da komme ich hier wieder auf eine Webseite. Leider verbindet er hier nur auf die Startseite. Woran das jetzt liegt, kann ich jetzt hier nicht sagen. Soll aber auch nicht das Problem sein. Das gleiche gilt hier für die Download-Seite. Eigentlich müsste er ja jetzt hier irgendwo mal auf kicad.org rauskommen, aber scheinbar hängt das hier entweder der Browser ab oder das ist noch nicht hinterlegt, ein fester Link. So. Das erstmal dazu. Ich kann das also, wie gesagt, hier, ich mache das nochmal zu, damit wir hier nochmal sauber starten können. Also ich kann das nochmal hier starten, KiCad 8, werde dann also hier darauf hingewiesen und kann also jetzt hier mal sagen, später erinnern, Update-Funktion. Lassen wir erstmal, ich habe dann diesen Startbildschirm, in dem ich arbeiten kann, den lasse ich jetzt erstmal außen vor, da gehe ich nochmal später drauf ein. Ich möchte jetzt noch zeigen, wo ihr was findet hier im ersten Video und dazu gehe ich nochmal hier auf den Datei-Explorer. Ihr habt jetzt in Dokumente, das ist auch, gab es schon bei KiCad 7, beziehungsweise auch schon ab KiCad 6, seht ihr hier im KiCad 8 eine vordefinierte Ordnerstruktur. Ich habe früher in den alten Tutorials von mir immer noch eine eigene Ordnerstruktur angelegt. Ihr könnt jetzt hier auch diese von KiCad schon angelegte nutzen, also in Dokumente. KiCad, das gilt übrigens auch für Linux, da wird da auch was angelegt. Könnt ihr diese Ordnerstruktur benutzen und ihr habt dann hier die sogenannten Projects. Also hier würde ich dann jetzt meine Projekte ablegen. Dann haben wir hier für Scripting-Tools, also wer sich mit PHP auskennt oder Plugins, die werden dann hier reingelegt. Könnte ich diesen Ordner nutzen. Für Symbole hier meine eigenen Symbole, meine eigenen Footprints oder eben 3D-Modelle, meine eigenen oder eben Drittanbieter-Software oder meine eigenen erstellten Templates. Das finde ich eben hier in diesem Ordner mittlerweile. Und alternativ, oder was auch wichtig ist, ist jetzt hier mal, das müsst ihr aber händisch eingeben, oben über die Browserleiste, mal in C Users, in dem Fall hier mein Username oder euren Username, hier ist es bei mir Thomas, in AppData reinzugehen. Und das sehen wir hier in Local, Moment, jetzt muss ich gucken, wo war es? In Roaming haben wir jetzt hier KiCad. Und hier liegen also dann verschiedene Konfigurationsdateien. Normalerweise muss man auf die hier nicht zugreifen, aber trotzdem kann es ja doch mal sein, dass irgendetwas völlig verhakt ist. Und dann kann man hier also sich auch nochmal die Konfiguration unter Umständen händisch öffnen, um da eventuell nachzubessern, wenn diesmal nötig sein sollte. Also hier unter AppData, Roaming, KiCad und dann die Versionsnummer liegen die Einstellungen. Unter Local haben wir hier auch nochmal KiCad. Ja, schauen wir hier nochmal rein. Da haben wir dann nur einen leeren Ordner. Hier liegen dann von Drittanbietern entsprechende Downloads drin, beziehungsweise Daten drin. Das wird sich hier bei mir bei KiCad 8 noch ergeben. So, weit dazu. Bitte, oder meine Bitte an euch, wenn ihr mit KiCad anfangt,
hier nochmal nutzt am besten wirklich diese Ordnerstruktur, vor allen Dingen diese Projekte hier in den Projekten, dann hier eure Projekte 1, 2, 3, 5, viele, wie, je nachdem, wie ihr das dann habt oder wie ihr das benennt. Aber so habt ihr zumindest eine saubere Ordnerstruktur. Fangt bitte nicht an, kreuz und quer über eurem Ordner, über euren PC da die Ordner zu verschieben. Das geht dann irgendwann ins Auge, zumal ich auch hier die Möglichkeit habe, so einen Ordner, wie er jetzt hier wäre, mir komplett einfach mit Copy und Paste auf dem Stick zu ziehen oder auf eine externe Festplatte und damit auch gleichzeitig meine Daten gesichert hätte. Wichtig an dieser Stelle vielleicht auch noch der Hinweis an Unternehmen oder Firmen: Achtet bitte darauf, ihr könnt diese Ordnerstruktur hier auch auf jederzeit auf ein anderes Laufwerk, zum Beispiel auf ein Serverlaufwerk, ziehen, um dort entsprechend darauf zuzugreifen. Achtet aber auch hier bitte darauf, dass ihr eben zum Beispiel eine entsprechende Rechtevergabe setzt. Ich gebe hier nur mal ein Beispiel, so ein Symbol oder so ein Footprint, wo wir noch dazu kommen werden, was das ist im Detail. Wenn der einmal angelegt ist, sollte dieser Ordner zum Beispiel dann eben schreibgeschützt werden und nur noch für einzelne Mitarbeiter der Zugriff darauf erlaubt sein, der schreibende Zugriff, der lesende kann natürlich immer sein, aber zumindest der schreibende Zugriff, einfach aus dem Grund, damit hier kein unbeabsichtigtes Ändern eines Footprints entsteht oder eines Symbols, was dann dazu führen kann, dass dann eine Platine, die dann eventuell in die Produktion geht, einen fehlerhaften Footprint hat und dann Bauteile nicht passen, was dann unter Umständen zu großen Schäden führen kann, vor allen Dingen, wenn es dann um größere Stückzahlen geht. Ja, soweit dazu. Dasselbe gilt natürlich auch für Projekte. Wenn ich ein Projekt habe, jetzt hier im gewerblichen Bereich angesprochen, und das ist abgeschlossen, diese Platine wird dann nicht mehr angefasst, auch dann würde ich diesen Ordner eben auf entsprechende nur Leserechte setzen und nur noch für einzelne Mitarbeiter oder für Admins zum Bearbeiten freigeben. Einfach um zu vermeiden, dass so eine Platine versehentlich, die Gesamtheit der Platine in irgendeiner Form versehentlich geändert wird oder gestört wird und dann entsprechende Fehler bei der Produktion entstehen. Das vielleicht mal noch als Hinweis für die gewerblichen Kunden. So, wenn wir jetzt hier unser System installiert haben, dann haben wir hier einmal unseren Startbildschirm. In diesem Startbildschirm haben wir hier rechts in diesem Bereich verschiedene Arbeitsbereiche. Wir haben den Schaltplan-Editor, den kann ich, wenn ich hier draufklicke, wird also der Schaltplan-Editor geöffnet. Ich kann jetzt hier Schaltpläne erstellen. Wir haben dann passend dazu den Symboleditor. Also das heißt, wenn ich mir mein eigenes Symbol für einen Schaltplan erstellen möchte, kann ich das hier in diesem Symboleditor tun. Dann haben wir den Leiterplatten-Editor, mit dem wir dann also unsere Leiterplatte designen. Sieht man auch hier schon an dem Symbol, wo ich also dann Leiterbahnen ziehen kann, Vias setzen und so weiter und so fort. Hier haben wir dazu passend den Footprint-Editor. Footprint-Editor in dem Fall, ich brauche ja für meine Bauteile, es gibt nicht für jedes spezielle oder jedes erdenkliche Bauteil, was es auf der Welt gibt, natürlich nur einen passenden Footprint für KiCad. Das ist aber prinzipiell kein Problem. Ich kann mir den ja selbst erstellen, diesen Footprint. Das mache ich eben dann hier mit so einem Footprint-Editor. Dann haben wir hier den Gerber-Betrachter, das heißt, ich kann Gerber-Dateien in diesen Betrachter reinladen und mir die dann anschauen. Auch das eine gute Hilfe, bevor ich was in die Produktion gebe, mir das nochmal anzuschauen, die Gerber-Daten, und eventuell dort nochmal in letzter Konsequenz Fehler zu entdecken, bevor ich da irgendwas in die Produktion gebe und anschließend wegschmeiße, weiß nicht, weil ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Dann haben wir hier einen sogenannten Bildumwandler. Ich kann also Bilder in Schaltzeichen oder Bauteil-Footprints umwandeln. Das funktioniert recht gut, aber ich habe festgestellt, es ist einfacher oder problemloser, einfach schnell ein neues Symbol oder einen neuen Footprint mit den Editoren herzustellen, als das hier aus so einem Bild hereinzuladen und dann mit so einem Bild da einen Footprint zu erstellen. Das ist meistens komplizierter und erfordert eine ganze Menge Nacharbeit. Da ist man als geübter Zeichner mit dem Symbol oder Footprint-Editor deutlich schneller. Dann haben wir hier einige Berechnungswerkzeuge. Ich klicke mal hier drauf, um es euch mal kurz zu zeigen. Hier kann ich mir also jetzt verschiedene Sachen zum Beispiel eben berechnen lassen oder eben auch mal schnell nachschauen, zum Beispiel den Leiterbahnbreite berechnen oder eine Wellenlänge.
mir berechnen lassen. Oder ich habe hier zum Beispiel mal so eine, die E-Reihen drauf, wenn ich mir also nicht ganz sicher bin, gibt es den Wert oder gibt es den nicht in dieser Reihe, dann kann ich also hier mal schön reinschauen. Hier nochmal eine Farbcode-Tabelle, verschiedene Platinenklassen, galvanische Korrosionstabelle ist hier nochmal hinterlegt. Also so kleine Helferlines, die man im täglichen Betrieb doch schnell mal nutzen kann. So, dann haben wir hier den Zeichnungsblatt-Editor. Zeichnungsblatt-Editor sagt uns aus, ich kann mir also meine eigenen Zeichenblätter erstellen. Wenn ich dann das ausgeben möchte und nicht das Standard-Kicad-Zeichnungsblatt verwenden, dann kann ich mir das eben hier neu gestalten. Das ist jetzt also das Standard-Kicad-Zeichnungsblatt. Wenn ich natürlich jetzt hier ein Firmenlogo einfügen möchte oder das irgendwo hier umgestalten, dann kann ich das in diesen Zeichnungsblatt-Editor tun. Und wir haben hier die sogenannte Plugin- und Content-Verwaltung. Hier kann ich mir zum Beispiel für KiCad noch Plugins herunterladen und mit einem einfachen Klick installieren. Ja, das sind also verschiedene Plugins, Bibliotheken oder Farbschemen, kann man sich durchaus installieren. Ich bleibe von Anfang hier fürs Tutorial bei den Standardgeschichten. Was ich hier von den Plugin-Tools empfehle, sind zum Beispiel hier für die Firma Eisler so eine Möglichkeit, hier direkt automatisiert sich alles erstellen zu lassen, was ich dann brauche für den Upload, um meine Platine dort zur Herstellung hochzuladen. Da gibt es dann hier dasselbe, gibt es dann für PCBWay und für PCBGO. Und so weiter und so fort. Also für die verschiedenen Hersteller an dieser Stelle auch mal der Hinweis, ich erhalte hier kein Geld für irgendwelche Hersteller. Wenn ich hier einen Herstellernamen oder ein Produkt nenne, dann ist das das, weil ich es einfach, weil es mir gerade hier in den Kopf kommt oder weil ich es häufiger mal verwende. Ich erhalte aber von den Firmen hier keine finanzielle Zuwendung für meine Videos. Mir ist das auch im Prinzip völlig egal, was ihr hier verwendet oder welche Firmen und Produkte ihr da einsetzt. So, was ich auch noch wichtig finde, ist hier das FreeRouting. Es gibt also einen, so einen automatischen Router, der unterstützt bei kleineren Platinen, muss man sich nicht die Arbeit machen, die Leiterbahn selber zu routen. Das kann ich dann hier mit diesem Autorouter machen. Kann ich hier dann also auf Installieren gehen und sage einfach Änderungen anwenden. Dann würde der gedownloadet und installiert hier unten Änderungen anwenden und schon kann man ja mal machen. Dann wird das jetzt hier runtergeladen. Ihr seht das hier kurz und ich kann das jetzt hier wieder schließen. Und wir sehen dann hier oben, was hier installiert ist, was auf eurem Rechner installiert ist. Und damit ist so ein Plugin schon installiert. Also schneller geht es nicht mehr. Also finde ich auch eine sehr schöne Geschichte, Entwicklung von KiCad 7 und 8, um das hier nutzen zu können. Ja, dann haben wir hier links die Buttonleiste. Ich kann also hier links ein neues leeres Projekt erstellen. Ich kann hier ein vorhandenes Projekt öffnen. Er geht hier immer in verschiedenen, in den letzten Ordner. Er merkt sich, dass ich nehme mal jetzt, machen wir es mal anders. Ich erstelle mal ein neues Projekt beispielhaft. Ich kann also jetzt hier hergehen, sage jetzt in Dokumente KiCad 8 Projects und nenne das jetzt hier Tutorial 1 und KiCad 8-Tutorial 1 und sage jetzt einfach Enter. Dann wird das Projekt hier entsprechend angelegt. Wir können es uns mal hier anschauen. Was passiert jetzt hier? Ich habe jetzt also hier in meinen Dokumenten KiCad 8 Projects habe ich jetzt hier einen Ordner liegen und in diesem Ordner liegen jetzt in der Regel erst einmal drei Dateien. Das werden natürlich dann noch mehr. Einmal die Projektdatei, die Schaltplandatei und die Leiterplattendatei. Auch diese Dateien kann man sich mal anschauen. Das sind alles Textdateien. Ich empfehle hier Notepad. Das sehen wir dann hier, was hier so drin steht. In dem Fall jetzt hier noch nicht viel. Das wird natürlich dann, ändert sich natürlich dann in dem Moment, wie ich hier Bauteile und so weiter hinzufüge und ein Schaltplan zeichne. So. Das kann ich natürlich jetzt dann auch wieder öffnen. Er merkt sich hier den letzten Ordner. Wir sehen es hier, Projekt KiCad 8 Tutorial 1. Er merkt sich immer den letzten als achten zu öffnenden. Und ich kann, wenn ich dann hier hochgehe und hätte jetzt hier mehrere Projekte, kann ich dann entsprechend schnell wechseln.
Ich kann so ein Projekt archivieren. Das sollte man auch mal gelegentlich tun, wenn man mal so einen Zwischenstand hat, der vernünftig ist und man will dann doch mal irgendwie unter Umständen auf so einen Zustand wieder zurück. Dann sollte man das auch mal archivieren. Ich gehe dann einfach hier drauf und merke mir dann einfach, wo ich das hinlegen will. Ich lasse es jetzt mal hier im Projektsordner. Macht vielleicht auch Sinn, gegebenenfalls hier noch einen Backup-Ordner anzulegen. Aber ich lasse es mal hier drin liegen, um es euch zu zeigen. So einfach speichern. Und dann sehen wir, hier ist dieses ZIP hier auch schon hinterlegt. Und damit sind diese drei Dateien in einem ZIP-Datei entsprechend gepackt. Und alles andere, was in diesem Ordner liegt, das kann ich dann auch wieder rückgängig machen, indem ich jetzt hier draufklicke und sage Öffnen. Dann fragt er mich, wo das Ganze noch hin soll. Dann muss ich natürlich jetzt einen Ordner höher gehen, damit er den entsprechend wieder überschreibt. Schauen wir mal hier rein. Sonst legt dann unter dem Ordner nochmal einen neuen Ordner an. Das soll natürlich nicht passieren. Ich zeige es euch hier an dieser Stelle. Jetzt hat das doch ja, versehentlich. Das war jetzt mein Fehler. Ich lösche das hier mal an dieser Stelle raus. Ich muss also doch in dem Ordner bleiben. Er öffnet die Dateien. Also machen wir es nochmal. Ich sage jetzt hier diesen Ordner öffnen. Bleibe dann also in diesem KiCad Tutorial 1 Ordner drin, in meinem Ordner und schiebe jetzt die ganzen Dateien rein und dann sind die auch hier entsprechend wieder hinterlegt. Also im Ordner bleiben und dann werden diese Dateien hier beim Auspacken automatisch überschrieben. Soweit dazu. Muss man natürlich wissen, was man tut. Ich kann mir die Ansicht erneuern, dann wird hier mal diese Ansicht komplett neu geladen, falls meine Datei hier nicht auftaucht. Also er liest immer hier in diesem Fenster den Ordner aus. Sollte da mal was nicht auftauchen, kann ich hier die Ansicht neu laden. Und ich kann auch dieses Projektverzeichnis direkt im Explorer, im Datei-Explorer öffnen, indem ich hier unten draufklicke und dann bin ich hier sofort in diesem Ordner drin, ohne dass ich jetzt hier irgendwo Explorer klicken muss und mich dann hier hindurch klicken, bis ich an diesem Ordner bin. Das ist dann der schnelle Weg. Hier oben haben wir noch ein Menü, da möchte ich dann etwas genauer drauf eingehen und das machen wir dann im nächsten Tutorial-Teil. Soweit erstmal dazu. Ich denke, das hilft erstmal für den allerersten Schritt zum Installieren. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss, euer Tom.